So, ihr Eisclimbers, wir machen nochmal die Startmission. Ich mache die im Schnelldurchlauf und ich springe direkt dahin, wo alles ist. Bis gleich. Und schon sind wir in der Räucherkammer. So. Die sind beide einsorgen. Ich dachte, das hätte ich letztes Mal gemacht. Okay, dann dumm von mir gewesen. Hab ich mir den Ofen letztes Mal angemacht? Okay, einfach hinlaufen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder hier. Ich hatte leider die Aufnahme nicht die ganze Zeit laufen. Da hinten vor dem Vollmond hat man tatsächlich König Buhu rumfliegen sehen. Ja, der macht sich wieder ab. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Verdammt. Er ist mir leider entgangen. Los, komm her. Und das ist unser letztes Juwel. So schnell hätte es gehen können. Aber das sind echt viele Juwelen dafür, dass es das erste Level ist. Schon 5. Oh, das Fass hier hat dann gefehlt, oder wie? Wenn wir zurückkommen. Das ist gemein. So. Und jetzt fehlt das Ding hier rechts davon. Das da haben sie zugedeckt. Hoppla, da komme ich schon angewurzelt und mach dir den Wurzelbaum. So. Wurzelbaum. Jetzt bist du erledigt. Geld mitnehmen. So. Und rein mit dir. Da komme ich jetzt nicht durch, aber warte mal. Hier konnte ich das Ding drehen. Was passiert, wenn ich das drehe? War nichts. Also wenn ich es andersrum drehe. Offensichtlich nicht. Schade. Gut, wir sehen uns, wenn wir wieder live sind. So. Wir haben upgegradet. Wir haben jetzt 2 Sterne. Wir haben sämtliche Juwelen. Und wir haben ja alles, was wir brauchen. Drei Juwelen und ein Buhu. Und nochmal ein bisschen Geld. Ist ja 30.000. Ich wünschte, so viel hätte ich mit den Luigi's Mansion Videos verdient. Ja, das hatten wir ja schon. So, jetzt gehen wir endlich ins nächste. Was ist endlich? Für euch waren das irgendwie, weiß ich nicht, 2 Minuten?
Im Tod zufolge habe sich Geister, sogar Behus, im alten Bergwerk eingenistet. Ich hoffe, diese Aufnahme hier verrät uns mehr. Ich bin dich wie gerufen, Luigi. Ich bin gerade mit der Analyse der 3D-Aufnahmen fertig. Wollen wir einen Blick darauf wagen? Stürze Stalaktiten, was geht da vor sich? Die Geister sind in den Kristallen gefangen. Ob die Bohus sie dort eingesperrt haben? Scheint fast so. Wirken auf jeden Fall sehr glücklich. Wieso tun nicht gute blauen Scheinskristalle ab? Was haben sie damit vor? Die Sache gefällt mir gar nicht. Ganz wie der Tod sagte, die Bohus sind außer Rand und Band. Der Tod erwähnte, dass die Kristalle Geisterkräfte vervielfachen können. Hm. Oh, werden die da drin eingesperrt, um sie zu verstärken? Dazu sprechen? Dieser Schatten. Ob das etwa... Nein, ich sehe wohl Gespenster im übertragenen Sinne, meine ich. Doch, das ist der König. Okay, ich glaube, wir haben alles. Luigi, hast du gesehen? Die Sache gefällt mir ganz und gar nicht. Wieso schließen diese Bohus andere Geister in Kristalle ein? Was steckt dahinter? Dieses unheilvolle Lachen unter der Mine. Ob das vielleicht der Anführer sein könnte? Die Aufnahme ist übrigens noch ganz frisch. Sehr wahrscheinlich sind alle noch dort im Stollen. Ergo bleibt uns nur eines. Wir müssen uns im Kristallbruch umschauen. Auf dem Weg sind mehrere Gittransportringe installiert. Die sollten dir helfen. Dann los. Auf, Avanti. Steige in Bergwerk. Klopf diesen schlimmen Fingern auf die Finger. Okay, wir haben den Aufzug wieder, wir haben wieder dieses Ding. Weiß ich, was es ist. Wir können es anpusten, dann wird es so. Aber ich weiß nicht, was wir damit anfangen sollen. Ins Feuer werfen können wir es ja nicht. Zumindest nicht nützlich. So, was ist hier dran? Ach, da ist der andere. Der Goldene, der die ganze Kohle hat. Wenn man den oft genug irgendwo gegengehauen hat, dann wird er normal farben, ja. Nach der Blamage letztes Mal jetzt ganz genau umsehen. Auf dem Bein oben. Ja, und da ist schon unser Beruf. Wollan, er zieht sein Schwert. Kein grüner, gerne groß bietet Ritter Bunibert die Stirn. Bunibert? Wirklich? Den da drüben gerade. So, Bunibert. Die Dinger, haben die nur den Zweck, dass sie mir mein Schreck wegblockieren? Meine Tür laut, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Im Aufzug. Blöde Idee, ganz blöde Idee. Auf jeden Fall in oben. So, ab mit dir. Ich wüsste nicht, wie ich nach oben käme. Aber ich habe gesehen, oben war so ein Transportring, aber da komme ich wohl nicht hin. Na gut, dann geht's erstmal nach unten.
Jetzt dürfen wir hier bestimmt nach links. Weil da... Da waren wir bisher noch nicht. 25 Euro aus so einem Vogel. Alles genau durchgucken. Ich will nicht wieder das Falle nachjagen. Wir haben schon den Bonuspart. Also beziehungsweise wir haben schon jetzt hier den Zusammenschnitt. Auch so ein Portal, das direkt in den Kühlschrank passen kann. Oh. Hello. 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 It's me. Oh. Haha. Yeah. Hey, ich benötige Hitze. Jetzt kriege ich das Ding da wahrscheinlich nicht raus. Oder ich haus hier Gewalt irgendwo gegen. Oder auch nicht. Nicht damit. Damit kann ich aber auch nicht durch die Tür gehen. Aber durchs Portal. Oh ne, habe ich es jetzt kaputt gemacht? Warte, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Also respawned, okay. Jeder Tag ein Erlebnis. Hey. Okay, hier ist ein Portal, aber es scheint nur ein Ausgangsportal zu sein. Heißt, ich muss erstmal eine andere Seite aktivieren. Ich hätte rechts lang muss. Und da hätte ich links lang muss. Okay. Ja, sowas muss man ja vorher wissen. Jetzt nicht euer Ernst. Hier an die Tür ran. Okay. Wisst ihr was? Ich habe das Ding noch offen. Mit den Juwelen. Juwel 5. Nee, das hatte ich. Oh, wir müssen noch mal komplett raus. Okay, wir gehen noch mal zurück. Das mache ich jetzt einfach in der Mission hier. Weil sonst muss ich die noch mal starten, muss die komplett noch mal spielen. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß nicht, ob das dann in anderen Missionen noch da ist. Thank you.
Erinnert ihr euch noch, dass ich hier drüben das Ding aufgemacht habe? Diesmal ist es sowas. Wie kann ich das... Hab ich diesmal nicht drauf geachtet, leider. Aber wie kriege ich das enteist? Oder reicht es, wenn ich das drauf richte? Nee. Steht das da auch drin? Schaltet draußen den Grill an. Haben wir draußen einen Grill? Ich muss mich besser umsehen. Ich merke schon. Ich achte nicht. Der Grill. Ich achte nicht. So. Ah, und jetzt habe ich hier so ein Grillhähnchen, das ich anfackeln kann. So. Also das hätte man sehen können, da habe ich einfach nicht auf die... Obwohl, wir sind diesmal drin geteleboxet, ne? Wir sind direkt drin gespawnt. Die Säcke. Okay. Und das andere war in der Projektionskammer. Warte mal. Karte. Ja, Kammer. Angelhäuschen. Berghütte. Nebad. Luftschacht. Seilbahnstation, Seilbahn, Gletscherhöhle. Warum stellen die Sachen hin, wo wir nicht hin müssen? Also bei den anderen hatte ich ja etabliert, dass es einfach Sachen gibt, wo man nicht hin muss. Aber es kann sein, dass die auch in anderen Kapiteln da gewesen wären. Obwohl, dann hätten sie ja nicht an die Stelle gepackt, ne? Also die gehen wirklich fest davon aus, dass wir da nochmal zurücklaufen. Die Seilbahn vielleicht machen können. So, wie kriege ich das kaputt? Muss ich ja einmal über das komplette Ding laufen? Das Gefühl, irgendwas fehlt. Der Punkt. Gibt's noch mehr von dem Fallen? Okay, ich versuche mal dem Fall zu folgen. Jetzt, wo es zerbrochen ist, kann ich nichts tun. Okay. Was sagt mein nützliches Ding? Projektionskammer. Macht eine Spitzhacke an der Wand sichtbar. Ja. Okay, ich bin zu aufmerksam für sowas.
Okay. Mit genug Gewicht geht's. Alles klar. Okay. Immerhin den Beruf habe ich allein gefunden. Problem ist, ich weiß nicht, ob das die einzige ist. Also ob das die einzigen sind. Es ist theoretisch möglich, dass es noch deutlich mehr Juwelen gibt. Aber ich glaube es eigentlich nicht, weil das sieht sehr nach Endgebiet aus. Achso, ja, kann ich ja überspringen. Hatten wir ja schon mal. Fangen wir mit der Schatzkiste an. Cool. Am besten gleich alles schmelzen. Vielleicht war es nicht das cleverste, das zu schmelzen. Die hätte ich mitnehmen sollen. Das hätte schön Geld gegeben. Hey. So, jetzt habe ich beide. Oder kam da auch was raus? So, ich muss jetzt das Fenster wieder zu machen, ne? Ich will mich im anderen Raum nochmal umgucken. Ich habe immer Angst, dass ich jetzt irgendwas verpasse. Ich bin sehr froh, dass wir das mit dem Sichtbarmachen jetzt so lange halten können. Genau die Seiten. Falsche Richtung. Ich dachte erst, er hätte eins meiner Juwelen dabei. Goldener. Finde ich es ein bisschen buggy, was sowas angeht. Aha.
Wollte gerade sagen, wie viele fehlen jetzt? Aber wir sind erst in Kapitel 2. Ist das so ein kurzes Gebiet? Weil ich meine, wir haben jetzt das zweite Kapitel und wir haben jetzt fast alle Edelsteine schon. Wie viele Edelsteine fehlen uns jetzt? 3 oder so? Oder 4? Also das ist schon heftig. Ah, ich soll mich da drüber schwingen. Oder was genau soll ich? Das soll mir einfach sagen, dass das hier ein Spiegel ist. Ah, habe ich erwischt. Ah, könnten sogar alle gewesen sein. Oh. Hello. Richtig, kannst du mich. Ich verstehe dich kaum. Du ganz sicher unten in der Mine, soweit. Mhm. Der Kristallbruch kann nicht weit weg sein. Du einen Weg hineinfinden. Aber sei vorsichtig, die Kristalle sind überaus kapiert. Ciao. Wertvoll, kaputt, mächtig, verzaubert, angsteinflößend. Ja, ist okay, Geist. Oh, mehr Bein gestellt, beziehungsweise so gut wie er das halt machen kann. Da kann ich auch noch reingucken, dann geht bestimmt auch noch was los. Aber hier sind die Wuhus drin. Da brauche ich erst einen Schlüssel. Da komme ich bestimmt irgendwie raus. Und da brauche ich Feuer. Feuer habe ich theoretisch, aber kein Holz. Habe ich hier irgendwo Holz? Das ich bloß nicht sehe. Wenn ihr irgendwas nicht seht, dann schreit ihr mal. Was war denn da oben? Aha. Gehen wir erstmal nach rechts weiter. Du hast gerade gesehen, noch ein Juwel. Noch eins. Wir sind immer noch im zweiten Kapitel. Damit schaffe ich jetzt, glaube ich, Kohle in den Nachbarraum.
Fließband läuft, aber Kohle ist keine angekommen. Also irgendwas habe ich noch falsch gemacht. Oder einfach noch nicht gemacht. Aha. Jetzt alle drei drüben. Eins brauche ich dafür. Drei Stück fehlen noch. Nach Kapitel 1. Also irgendwie kann das kein besonders langes Kapitel sein. Oh, das hat nicht funktioniert. Also draufschießen ist keine gute Idee. So drauf steht. Ah, man braucht mehrere, damit das funktioniert. Okay. Das ist ein heilloses Hin und Her. Sowas mag ich ja immer nicht. Wenn man dann gezwungen ist, hier Spielzeitstreckung zu betreiben, einfach bloß, weil das Spiel sagt, ja, wir geben dir auf einmal drei Stück. Mehr nicht. Aber damit es funktioniert, damit du alles machen kannst, brauchst du 5. Ja, auch wenn die durchs Portal durch sind, kriege ich keine 9. Das ist doof, weil dann bist du ja gezwungen, nochmal rüber zu rennen. Weil du ja noch nicht alles hast. Und jetzt hat sich's auch nicht aufgelöst. Sehr gut. Dann hätte es mit 3 vielleicht gereicht, wenn man das noch hätte anderweitig benutzen können. Aha, Holz. Mein alter Freund. Da auch drauf schießt? Nee, die wollen, dass ich hier rüber gehe und irgendwas mache. Kohle zum Schießen mitnehmen. Okay. Kommt noch irgendwas hier? Nee. Klingt ja fast so, als wäre das nächste schon das letzte Kapitel. Vor dem Bossfight meine ich. Also, dass das wirklich ein kurzes Areal ist. Oh.
Ah, so entstehen diese Geister mit dem Muster. Das, was am wichtigsten ist auf der ganzen Mission. Anja Borus am Werk. Da muss man halt auch schon mal gucken. Okay, dann. Oh, der erste Geist ist frei. Was lacht der eigentlich so blöd? Ihr seid vielleicht mächtiger als normale Geister, aber ihr seid immer noch erledigt. So, das habe ich euch bewiesen und die haben ja auch noch gelacht, als ich jetzt wiederhauen habe. Also. Geistchen schlau ist es nicht. Oh, yellow. Nicht laus, der. Was war das denn? Und die Borus haben sich fein aus dem gemacht, ja? Bitte, die Geisterkristalle aus dem Bruch geschleppt? Ja, wenigstens hast du ein paar sehr starke Geister. Die will ich studieren. Warte, ich hole dich zurück. Ich weiß nicht, ob ich bei der Funkverbindung zurückgeholt werden wollte. Schön, dich wiederzusehen, Luigi. Na, was hast du feines. Was hast denn feines mitgebracht? Ein paar Geister. Achso, ja, und einen ganzen Satz Edelsteine. Haben die 30.000 geknackt? Wenn das das Finanzamt wüsste. Ich habe eine Theorie. Dieser besonders starke Geist, den du im Innenhof in Giosov gefangen hast. Irgendwer setzt anscheinend die Kristalle ein, um gewöhnliche Geister super stark zu machen. Und das, während er jede ihrer Bewegungen kontrolliert. Wenn du diese Mineralräuberei schon länger veranstaltet, erwarten uns in Zukunft wirklich noch mehr Supergeister. Wirklich sehr bedauerlich. Und bestürzenderweise haben wir noch immer keinen Schimmer, wer hinter der Sache steckt. Und wer wäre denn zu solch einem Halunkenwerk fähig? Nun, einen Verdächtigen hätte ich. Luigi, denkst du das Gleiche? Ja, denke ich. Aber immerhin, das lief ja ganz gut. Was auch daran lag, dass ich nochmal nach den anderen Edelsteinen geguckt habe. Gut. Dann gehen wir beim nächsten Mal ins nächste Kapitel. Ihr lasst ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Luigi's Mansion. Bis dann, euer Wolf.